Wir schauen uns heute die Verandakabine Komfort mit zwei Bädern 14204 an. Ja, wenn wir die Kabine betreten, sehen wir sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite eine Glastür. Die eine führt in das Bad mit Dusche, die andere in das Bad mit der Toilette. Da gucken wir später dann genau rein. Ein Stückchen weiter sehen wir dann zwei Kleiderschränke, eine hier auf der rechten Seite und eine auf der linken Seite. Auch da werden wir später noch einen Blick hineinwerfen. Hier an der Wand findet sich dann auch das Bedienelement für die Klimaanlage. Die ist relativ simpel. Auf blau gedrückt wird es kälter, auf rot gedrückt wird es wärmer. Ja, und die Schneeflocke, die macht das Ganze ziemlich schnell, ziemlich kühl. Schauen wir in die Kabine, dann finden wir auf der linken Seite ein Sofa, das als weiteres Bett genutzt werden kann. Das kann dann umgebaut werden und ist dann ein drittes Bett. Und genauso gibt es noch ein viertes Bett. Das befindet sich hier oben in der Kabinendecke. Das ist hier oben eingelassen. Das kriegt man also normalerweise gar nicht mit. Wenn es benötigt wird, wird es dann entsprechend hier herausgeklappt. Wir gucken uns das gerade an. Und dann sieht man, dass da ein weiteres Bett zum Vorschein kommt. So. Ansonsten haben wir hier das übliche Doppelbett in der Kabine. Rechts und links befindet sich ein an der Wand befestigter Nachttisch und oben drüber Lichtschalter für das Kabinenlicht. Das ist auf der anderen Seite exakt genauso. Was es hier nicht gibt, sind Steckdosen oder USB-Lademöglichkeiten. Das heißt, wenn man also hier nachts sein Handy laden möchte, dann geht das nicht am Bett, sondern dann muss man auf die Steckdosen ausweichen, die sich hier am Schreibtisch befinden. Da gucken wir uns das Ganze auch gleich mal etwas näher an. Wir haben hier zwei normale Steckdosen. Bei mir steckt in der einen die Kaffeemaschine drin und nebendran sind zwei USB-Ladedosen. Hier drüben finden wir dann noch entsprechend Regalfächer, das obligatorische Wasser, das Kaffeezubehör und einen großen Bildschirm, 42 Zoll, der also gegenüber der Couch ist. Man kann den aber hier an der Seite auch herausklappen. Und dann ist das Ganze hier in Richtung Bett gerichtet. So, der Schreibtisch an sich hat hier rechts und links jeweils eine Schublade. Die sind auch mehr oder weniger nutzbar. Hier ist fest angeschlossen der Föhn drin. Die andere Schublade ist leer. In der Mitte befindet sich ein Klappfach mit einem Spiegel. Aber egal, ob man davor steht oder davor sitzt, irgendwie kann man da nie richtig das sehen, was man sehen will. Ist also mehr als Ablagefach geeignet. Ablagefächer gibt es dann auch hier unten noch zwei Stück. Ja, also von der Hinsicht her, da ist ausreichend Fläche vorhanden. Hier ist noch so ein kleiner Hocker, der mit dem Deckel als Beistelltisch verwendet werden kann. Nimmt man den Deckel ab, ist es eine weitere Sitzgelegenheit. Ja. Und hier geht's dann wieder hinaus. Da schauen wir dann nachher gleich mal in die Bäder und in den Kleiderschrank. Zuvor gehen wir aber mal hier in Richtung des Balkons oder der Veranda. Gut 6 Quadratmeter stehen hier zur Verfügung. Es sind zwei Stühle drauf, ein kleiner Fußhocker und ein kleines Beistelltischchen. Wir gehen da mal raus und schauen uns das mal direkt an. So, das wäre also dann der Balkon oder besser gesagt die Veranda. Neben den Sitzgelegenheiten gibt es hier noch die Hängematte in der Ecke, mit der man sich also dann im Prinzip hier um die Sonne legen kann. Ja, wobei Sonne ist das Stichwort. Wir haben hier über dem Balkon einen relativ weit vorstehenden Überstand, weil das hier die letzte Balkonreihe ist. Damit hat man zwar hier einen schönen Blick auf die Brücke, aber dieser Überstand verhindert, dass tagsüber viel Sonne auf den Balkon kommt. Je nach Sonnenstand muss die sich also unter diesem Überstand durcharbeiten. Das ist also nicht den ganzen Tag über der Fall. Dafür ist der Balkon natürlich auch regengeschützt. Schauen wir mal nach hinten. Dann hat man hier ja einen, naja, bedingt guten Ausblick durch diese Stütze. Zur Seite ist der natürlich optimal und hier in Dubai ist es natürlich nochmal besonders schön. Und nach vorne ist der Ausblick im Prinzip durch die Brücke behindert. Auf der anderen Seite kann man so auf die Brücke gucken. Das hat ja auch einen gewissen Charme. So, werfen wir nun mal einen Blick in die Kleiderschränke. Fangen wir mit dem hier an.
Dann beginnt das oben mit zwei Rettungswesten. Wir haben hier den Safe in einer, ich sag mal, überschaubaren Größe und hier drüben ein Ablagefach. Unten drunter befindet sich eine Stange mit Kleiderbügeln. Die sind hier nicht befestigt. Man kann die also ganz problemlos herausnehmen. Also ohne diese Diebstahlsicherung, die man heute ja so gern hat, dass die auf der Stange fest sind und man dann nichts Gescheites da draufhängen kann. Hier hinten gibt es einen Regalboden. Den kann man hier abklappen und könnte den dann benutzen, wenn man eben diese Kleiderbügel hier nicht braucht. Dann hat man einen Regalboden mehr. Ansonsten hat man hier unten einen Regalboden und den Boden vom Schrank zur Verfügung. Gucken wir uns den Schrank auf der anderen Seite an, dann stellen wir fest, dass auch hier oben zwei Rettungswesten liegen, hier dann verschiedene Regalböden vorhanden sind, da unten finden sich dann die Poolhandtücher, die Bademäntel und zwei Decken und an der Seite verschiedene Drahtkörbe, in die man dann so Kleinigkeiten wie Unterwäsche, Socken und ähnliches legen kann. Auch hier befindet sich eine Kleiderstange im Schrank. Wenn man die nutzen will, muss man den Regalboden unten drunter einfach nach oben klappen und hat dann entsprechend Platz. Also von der Hinsicht her sind die Schränke flexibel eingerichtet. So, eine Besonderheit der Kabine sind ja die zwei Bäder, wobei zwei Bäder natürlich nicht ganz korrekt ist. Korrekt wäre eine Bezeichnung wie getrennte Dusche und Toilette. Schauen wir uns zunächst mal hier diese Spart an. Dann finden wir hier die Dusche in einer relativ ordentlichen viereckigen Größe und auf der anderen Seite befindet sich dann der Spiegel am Waschtisch. Der Spiegel hat hier noch einen Kosmetikspiegel eingebaut und unter dem Waschtisch befinden sich noch Regalböden, um Kleinigkeiten abzulegen. An der Wand eine Steckdose für einen Rasierapparat. Ja, schauen wir uns dann das Ganze auf der anderen Seite an. Dann finden wir hier eine Toilette, das übliche, die Vakuumtoilette. Hier hinten haben wir dann nochmal vier Ablageböden und auf der anderen Seite befindet sich ein weiteres Waschbecken mit einem weiteren Spiegel und auch hier die Rasierersteckdose. Von der Hinsicht her ist es also dann möglich, sich hier morgens in beiden Bädern auch entsprechend fertig zu machen.